Hallo und willkommen zu einem neuen kleinen Solid Edge Tutorial. Heute möchte ich einmal verschiedene Rohre herstellen. Dabei möchte ich insbesondere schauen, wie ich Rohre einmal geschwungen herstellen kann. Dann, wie kann ich Rohre auch mit unterschiedlichen oder variablen Wanddicken herstellen und Rohre, die an beiden Enden unterschiedliche Querschnitte haben. Dazu habe ich das Solid Edge 2020 gestartet. Und ich beginne einmal damit, dass ich einen Rohrverlauf skizziere, um den dann später mit der geführten Option auszunutzen. Also ich starte mit einer Skizze hier in der XY-Ebene und relativ willkürlich bilde ich einen Pfad. In dieser Form. Um zu schauen, wie lang der etwa geworden ist, kann ich da drauf gehen und messe mal vom Anfangspunkt zum Endpunkt etwa 200 mm. Das heißt, den Querschnitt mache ich mal so gute 30 mm im Querschnitt, damit das von den Proportionen ein bisschen passt. Also das ist meine Skizze. Das ist praktisch der Pfad von dem Rohr. Und wenn ich hier dieses Rohr entlang dieses Pfades schlängeln möchte, dann, wenn das Rohr einen kreisrunden Querschnitt haben soll, dann muss es ja auch so sein, dass dieser kreisrunde Querschnitt praktisch senkrecht zu diesem Pfad oder dieser Linie ist. Das heißt, dazu erstelle ich erst einmal Ebenen. Und wenn ich hier auf dem Ebenenauswahlmenü schaue, gibt es den Unterpunkt senkrecht zur Kurve. Ich wähle erst die Kurve aus und wenn ich jetzt die Ebene entlang schiebe, dann sieht man schon, die ändert ständig ihre Position. Jetzt ziehe ich einmal bis nach ganz rechts. Damit ist dann die Ebene ganz am Ende der Kurve, senkrecht zur Kurve. Und das gleiche mache ich noch einmal hier auf der linken Seite zum Start. So, jetzt habe ich zwei Ebenen. Die werde ich jetzt mit Querschnitten ausfüllen. Dazu skizziere ich mir am linken Ende der Kurve einen Rohrquerschnitt. Hier sieht man jetzt dieses kleine Symbol, Linie durchstößt Ebene. Das zeigt also an, dass dieser Punkt wirklich der Durchstoßungspunkt, also der Endpunkt der Linie oder dieser Kurve mit der Ebene ist. Den Kreis bemaße ich einmal mit 30 mm. Und zeichne gleich einen zweiten. Und ich möchte auf der linken Seite später ein Rohr haben mit einem Querschnitt von, nur mit einer Wandstärke von 3 mm. Das heißt, hier möchte ich einen Durchmesser, einen inneren Durchmesser von 24 mm haben. Auf dem anderen Ende generiere ich ebenso zwei Kreisquerschnitte, wobei ich da den äußeren Kreis 20 mm dick mache und für das Ende des Rohres möchte ich eine Wandstärke von bis 1 mm letztendlich haben. Das heißt, ich brauche hier einen Durchmesser von 18 mm. So, jetzt habe ich erstmal alles definiert und fange an mit meiner Rohrerzeugung. Und das mache ich jetzt in mehreren Schritten. Das heißt, das erste, was ich herstellen möchte, ist einfach bloß ein Rohr konstant mit einem 30 mm Außendurchmesser. Eine Möglichkeit ist dann folgende. Ich gehe auf Geführt und da sieht man schon, ich kann einen Querschnitt auswählen und einen Pfad und dann führt er mich entlang dieses Pfades. Wenn ich das Menü aufmache, da ich erstmal bloß einen konstanten Querschnitt haben möchte, sage ich einzelner Pfad und Querschnitt. Als erstes wird gefragt, unten klicken Sie auf Skizze, Kante oder Kurvenkette und es sagt dann nicht, möchte ich jetzt die Skizze haben mit meinem Querschnitt oder die mit dem Pfad. Da schaue ich oben auf die Menüzeile drauf und sehe, diese Schlängellinie, die ist orange hinterlegt. Das heißt, das erste, was Solid Edge möchte, ist der Pfad. Ich wähle den Pfad aus, grüner Haken oder OK bestätigen. Jetzt ist das Menü weitergesprungen zum Querschnitt.
Unten der Text sagt wieder genau das Gleiche. Also ich wähle das hier aus und auf Fertigstellen. So, jetzt hätte ich einen Stab, allerdings noch kein Rohr. Um das Rohr herzustellen, gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten. Eine Möglichkeit wäre folgende. Ich gehe jetzt auf Dünnwand, nutze diese Dünnwandfunktion, die ja zum Beispiel zum Aushöhlen oder Erstellen von einer dünnwandigen Box möglich ist. Aber ich kann es auch anders nutzen. Ich sage beispielsweise hier, ich möchte eine Wandstärke von 3 mm. Und dann gehe ich auf Dünnwand mit offener Teilfläche. Offene Teilflächen heißt zum Beispiel ein offener Karton oder in unserem Fall ein Stab mit 2 offenen Enden. Jetzt wird die Teilflächenkette abgefragt, das heißt die Flächen, die offen sein sollen. Das ist bei mir das linke Ende und das rechte Ende. Und hier gibt es jetzt keinen Enter-Knopf oder Return-Knopf oder OK-Knopf oder einen grünen Haken, sondern einfach bloß Vorschau. Wenn ich auf Vorschau gehe und Fertigstellen, dann sehe ich, ich habe jetzt ein Rohr generiert. Da kann man reinschauen. Mit einer durchgängigen Wandstärke von 3 mm. Das ist die eine Möglichkeit, diese Wandstärke zu erzeugen. Ich mache es nochmal rückgängig und zeige die zweite Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit wäre ja auch aktiv hier nochmal einen zweiten Körper zu erstellen, ein Rohr mit einem kleineren Durchmesser oder einen Stab und die voneinander abziehen. Hierzu gäbe es beispielsweise die Möglichkeit Körpersubtraktion. Da allerdings dieser zweite Stab direkt im ersten läge und die Solid Edge Voreinstellung jene ist, dass ich Körper direkt miteinander verschmelze, wenn sie dann ineinander stecken, müsste ich entweder die Grundeinstellung ändern oder es gibt einfach eine Fehlermeldung, die mir dann sagt, es ist gar nichts verändert worden, wenn ich einen Stab mit kleinerem Durchmesser innerhalb von diesem vorherigen großen Stab erstelle. Die zweite Möglichkeit allerdings, dieses Rohr zu erstellen, wäre somit nochmal untergeführt, aber dann gibt es hier sowas wie Entfernen. Und das ist praktisch das Negativ von dem geführten Ausschnitt. Diesmal ist es ein geführter Ausschnitt und keine geführte Geometrie. Wenn ich dort mal drauf gehe, gibt es das bekannte Menü und ich sage auch wieder einzelner Pfad und Querschnitt. Und altbewährtes Menü selber, ich wähle den Pfad. Okay, jetzt wähle ich die Skizze, allerdings diesmal die innere, weil ich eine 3 mm Wandstärke haben möchte. Und dieser Stab wird praktisch als negativ, als abzuziehendes Teil erstellt und von dem vorherigen direkt abgezogen. Wir sehen auch da wieder der Effekt, man kann gerade so durchschieben, ist ein Rohr mit konstanter Wandstärke. So, damit habe ich schon jetzt einmal geführt mit konstantem Querschnitt ein Rohr erstellt. Im nächsten Schritt möchte ich einmal ein Rohr erstellen, was jetzt allerdings von 30 auf 20 mm sich verjüngt mit konstanter Wandstärke. Dazu gehe ich auf Geführt und diesmal wähle ich mehrere Pfade und Querschnitte. Mehrere Pfade und Querschnitte heißt, ich kann mehrere Pfade und oder mehrere Querschnitte haben. Das Menü sieht erst einmal so ähnlich aus. Die Schlangenlinie ist orange hinterlegt. Ich wähle den Pfad aus. Und wenn ich jetzt auf OK klicke oder den grünen Haken setze, ist allerdings dieses Menü noch nicht weitergesprungen, weil ich ja auch noch einen zweiten Pfad auswählen könnte. Da ich nur einen habe, muss ich jetzt stattdessen auf Nächste drücken. Jetzt springt das Menü weiter auf die Querschnittseingabe. Und jetzt sage ich, mein Querschnitt ist der große Kreis links und der große Kreis rechts. Auch hier, es gibt wieder keinen OK-Knopf oder diesen grünen Haken. Das ist nicht alles grau. Stattdessen gehe ich auf Vorschau und Fertigstellen. Jetzt habe ich zumindest schon mal einen Stab, der von 30 mm links auf 20 mm rechts geht. Und aushöhlen ging jetzt wieder mit beiden Möglichkeiten. Entweder ich gehe hin und sage, ich mache eine Dünnwand. Machen wir es mal schnell. 3 mm Wandstärke und offene Teilflächen.
sind diese hier, die Vorschau. Und jetzt haben wir wieder ein Rohr von 30 links auf 20 rechts mit konstanter Wandstärke. Andere Möglichkeit, jetzt wieder mal mitgeführt abzuziehen. Auch hier sage ich jetzt erst einmal einzelne Pfad- und Querschnitte, weil ich eine konstante Wandstärke haben möchte. Ich wähle den Pfad. Ich wähle den Querschnitt, den ich abziehen möchte. Und da sehen wir, das funktioniert jetzt nicht, weil dieser Durchmesser würde ja entlang geführt werden und abgezogen von dem Körper. Und irgendwo hier habe ich eine Wandstärke von 0 erreicht. Das ist vielleicht ganz geschickt, wenn ich das so haben möchte. Ich möchte irgendwas, was von einer Wandstärke auf ganz spitz auf 0 ausläuft. Allerdings in diesem Falle wollte ich ja die 3 mm Wandstärke ganz durchgängig haben. Das heißt, mit einem einzelnen Querschnitt abziehen funktioniert es nicht. Wenn ich also tatsächlich eine konstante Wandstärke haben möchte und das mit diesem geführt machen muss oder möchte, dann muss ich hier in dieser Skizze auch nochmal einen inneren Kreis mit 3 mm Offset nach innen beschreiben. Aber was wir jetzt an dieser Stelle machen können, wir generieren gleich ein Rohr, nicht bloß mit unterschiedlichem Außendurchmesser, sondern auch mit unterschiedlicher Wandstärke. Und zwar gehen wir jetzt auf geführt Ausschnitt und sagen auch mehrere Pfade und Querschnitte. Wir wählen den einen Pfad, gehen jetzt auf Nächstes und jetzt wählen wir hier auf der linken Seite den Querschnitt für die 3 mm Wandstärke und auf der rechten Seite den Querschnitt für 1 mm Wandstärke. Drücken auf Vorschau und fertigstellen. Und jetzt haben wir ein voll variables Rohr. 3 mm Wandstärke und 30 Außendurchmesser links, 1 mm Wandstärke und 20 Außendurchmesser rechts. Das hätte uns die Dünnwandfunktion nicht gegeben, weil die Dünnwandfunktion ja immer nur eine Wandstärke konstant behält. Also wenn man hier hinten nicht zu viele Querschnitte zeichnen möchte für konstante Wandstärke und variablen Außendurchmesser, wäre Dünnwand vielleicht geschickter. Mit diesem geführt Ausschnitt habe ich dann alle Flexibilität, die ich brauche. Ich hoffe, das hat ein kleines bisschen weitergeholfen bei dem einen oder anderen Konstruktionsprojekt und wünsche weiterhin viel Erfolg.